Einmal Rollläden. Dankeschön. Bitteschön. Guten Morgen. Es ist noch nicht so wirklich hell draußen. Ach doch, es geht. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Es gibt eine kleine Morgenroutine. Es gibt ein bisschen was zu erzählen. Justus ist schon weg. Wie man sieht, er ist ein super Frühaufsteher. Also er ist auch am Wochenende, an den Feiertagen, egal wann, ist er früh weg. Und dann wuselt er im Haus hoch und weckt uns alle auf. Ja, bei ihm dürfen wir nicht lange ausschlafen. Das ist für ihn etwas, das er nicht nachvollziehen kann. Deswegen weckt er uns auch alle mit auf. Haben wir im Moment keine Verpflichtungen, also es ist noch keine Termine, keine Schule. Deswegen glaube ich, würde gerne ein bisschen länger liegen. Also Justus lässt mich eigentlich auch weiter schlafen, ausschlafen. Aber ich finde das so ein bisschen blöd, wenn alle dann schon wach sind. Und ich bin die Einzige, die irgendwie noch im Bett liegt. Heute erwarten wir auch noch gleich Besuch. Clara deckt auch schon gerade den Tisch. Also da sind die Kinder super fleißig. Guck mal, ich wollte dir was zeigen. Kannst du das sehen? Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, aber die Matratze geht hier so ein bisschen hoch. Also das ist bei mir bisher in jeder Schwangerschaft so gewesen, dass ich zum Ende hin nicht mehr einfach so schlafen konnte im Bett und liegen konnte, sondern dass ich immer im Sitzen geschlafen habe. Und dann habe ich mir hier immer 1000 Kissen hingemacht, damit ich da ja, mich einfach anlegen konnte am Bett und dann tatsächlich einfach im Sitzen geschlafen habe. Der Bauch wird immer größer und im Moment merke ich schon, mir fällt das Atmen schwer. Wenn ich einfach nur jetzt zum Beispiel so auf dem Rücken liege, dann kann ich schon nicht mehr richtig gut atmen. Muss ich immer so seufzen. Ja, und deswegen schlafe ich jetzt ganz, ganz viel auf der Seite. Liege so. Und es ist einfach auch viel angenehmer, wenn das hier so ein bisschen erhöht ist. Und das ist ganz toll bei unserem Lattenrost. Also Justus hat so ein Lattenrost gekauft, wo man das verstellen kann. Das kann ich als Tipp wirklich weitergeben an alle Schwangeren da draußen. Das ist so angenehm. Er hat das jetzt gar nicht viel verstellt. Es ist wirklich nur so ein paar Zentimeter und das reicht schon. Das Gefühl, drauf zu liegen und zu atmen, ist dann schon ganz, ganz anders. Und das kann man noch bis hier so ganz oben einstellen. Deswegen werde ich das wahrscheinlich auch noch nutzen. Im letzten Drittel der Schwangerschaft. Ansonsten geht es mir ganz gut. Also die Symphysenschmerzen ein bisschen mehr geworden. Ich bin ja jetzt in der 29. Schwangerschaftswoche. Das heißt, ich bin kurz vorm letzten Drittel der Schwangerschaft, wo es dann wirklich anstrengend wird. Also ich merke das jetzt schon mit den Symphysenschmerzen. Die waren vorher in den Schwangerschaften schon viel früher extremer als jetzt. Jetzt kann ich eigentlich noch dankbar sein, dass es noch nicht so toll ist. Aber ja, ich halte mich trotzdem fit. Ich mache ja meinen Schwangerschaftssport, meine Gymnastik und deshalb geht das eigentlich ganz gut. Hab ich auch immer die Babybildchen. Die gucke ich mir so gerne an. Morgens und abends gucke ich da mal drauf. Das Babymädchen ist auch immer noch sehr aktiv im Bauch. Kuchenmaus wollte, glaube ich, gerade rein. Weil die Tür ist jetzt gerade zu. Normalerweise weckt sie mich ja immer auf. Guten Morgen, Johann. Da liegt gerade eine tote Maus. Terrassenfenster. War Loki gerade draußen? Ja, aber das war schon bevor Loki draußen war. Vielleicht ist ja eine Kälte gestorben. Oh. Ach, Cookie. Es braucht mal ewig lange, um meine Position zu finden. Wie sie sich hinlegen möchte. So? So ist gut, ja? Ja. Und Wolken aufgeweckt. Ich kann Katzen als Haustiere sehr empfehlen. Sie beruhigen einen auch so mit dem Schnurren. Ich liebe das. Wollen wir aufstehen, Cookie? Hm? Okay, jetzt kommt das Aufstehen. Du weißt ja, ne? Schwangere müssen so aufstehen. Also sich immer erst zur Seite rollen und dann hoch. Man soll nicht mehr einfach so im Liegen so nach oben aufstehen, weil das nicht gut tut.
den ganzen Muskulatur und Sehen. Ich weiß auch nicht so genau, aber ich merke das schon, wenn ich dann so einfach aufstehen würde, so aus dem Liegen und dann nach oben kommen würde, das tut dann schon extrem weh hier. Auch bei den Symphysen. Es liegt viel daran, wie man sich bewegt und ob ich viel trage, denn auch wenn ich viel trage, dann tun die Symphysen extrem weh. Deswegen mache ich das dieses Mal nicht. Aber es funktioniert auch sehr gut, weil Justus mir natürlich auch viel, viel Arbeit abnimmt. Ich brauche so wenig machen. Guck mal, mein Bauch. Sieht im Moment so aus. Bitte nicht hier schrecken, ne? Da hinten. Du weißt, unser halbes Schlafzimmer ist im Moment eine Rumpelkammer, was andere Leute eigentlich als Keller nutzen, weil wir keinen Keller haben. Aber wir brauchen das einfach. Wir ziehen ja auch bald um. Deswegen sind da schon ganz viele Kisten gestapelt und so. Also, mein Bauch. So aus. Ist übrigens auch ein Schwangerschaftsschlafanzug. Habe ich mir extra gekauft. Auch für die Stillzeit finde ich das ganz toll, weil hier so eine Knopfleiste ist. Dann kann man das schnell aufmachen und dann das Baby stillen. Ja, und ansonsten ist genug Platz fürs Babybäuchlein. Ich habe mir das noch in einer anderen Farbe gekauft. Ansonsten habe ich auch noch andere Stilloberteile. Man muss auch hier schon so ein bisschen dran denken, nach der Geburt gerade so zum Stillen, wenn es einem nicht so gut geht, dass das dann hier auch so schnell geht. Oh, guck ich mal, ob die Kinder schon den Tisch gedeckt haben. Das ist so toll. Meine großen Kinder machen das alles schon. Wollte Loki raus? Ja. Bei dem Wetter. Finde ich, oh, ich mega entspannt. Ja. Und das? Hat so ein bisschen geschneit, ne? Morgen. Hat Papi uns wieder alle geweckt? Ja. Ich war wieder der letzte im Bad, immer. So der letzte. Ich bin schon vor Papi aufgewacht. Mami, ich will eigentlich du wieder was erzählen, Elisa? Ich habe keiner aufgeweckt, nur geschlafen. Du hast keine, ja, dafür hat Papi alle aufgeschlafen. Was? Ja. Elisa ist nämlich genauso eine Frühaufsteherin wie der Papi. Normalerweise ist sie sogar vor dem Papi wach. Und Johann und ich sind so ein bisschen Langschläfer. Ich gehe mich schon mal nach oben fertig machen. Guck mal, wie schön, wenn die Kinder schon gedeckt haben. Schon alles bereit, Tellerchen. Ich mag Toastbrot. Ah, heute wollte ich auch wieder backen. Das mache ich dann später wieder. Brot gibt's heute. Ja, das Weihnachtsgeschirr haben wir hier noch. Denn Justus hat unser normales Geschirr schon weggepackt. Das heißt, wir haben bis zum Umzug Weihnachtsgeschirr noch. Wir ziehen ja auch bald um. Ja, wir ziehen ja auch bald um, das stimmt. Es hat geschneit, aber nicht so doll. Ja, das bleibt wahrscheinlich wieder nicht liegen, ne? Das ist ein bisschen schade, aber... Ich will ganz doll schneien. Du willst, dass es ganz doll schneit? Und dass ich einen Schneemann baue. Dass wir einen Schneemann bauen. Das schaffen wir bestimmt noch. Irgendwann. An zumindest einem Tag. Nein. Ja? Lisa? Ganz bestimmt noch. Was habt ihr vor? Wird gar nicht weg. Clara hat eine Maus entdeckt. Ach so, ja. Das passiert halt, ne? Wenn man Katzen hat zu Hause. Dann gibt es mal ab und zu eine Maus, die sie mitbringen. Also Loki ist ein fantastischer Jäger. Das Bad wurde schon wieder so hinterlassen von den Kindern. Ich werde mich jetzt erstmal eincremen. Das Bäuchlein, also ich habe ganz, ganz trockene Haut. Jetzt glaube ich auch hormonell wegen der Schwangerschaft. Da habe ich meine Cremes, die mir so ein bisschen helfen. Davon habe ich dir auch schon erzählt. Also erstmal habe ich so ein paar Stellen am Bauch, die, ja, wie soll man sagen, da habe ich mich so ein bisschen wund gekratzt. Weil es halt da auch immer juckt. Wenn man trockene Haut hat, dann juckt es ja. Und diese Stellen mache ich jetzt erstmal mit dieser Creme hier. Die kann ich sehr empfehlen. Also die benutzen wir auch für unsere Kinder, falls sie mal irgendwie eine wunde Stelle haben oder auch bei Babys bei wundem Popo. Das ist einfach nur eine ganz normale Zinksalbe, die kriegst du in der Apotheke. Ich kann es einfach sagen, Zinksalbe ist nicht verschreibungspflichtig oder so. Also ich mache das jetzt nur an die Stellen, weil die ist so ein bisschen austrocknend. Also die sollte man wirklich nur auf die wunden Stellen machen. Wie sieht mein Bauch aus? Meine Babykugel. Für manche Außenstehenden sieht das noch nicht so kugelig aus, aber ich habe schon ordentlich zu tragen. Also in jeder Schwangerschaft werden meine Kugeln jetzt nicht überdimensional, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, weil mir das echt schon ausreicht. Das ist schon so. So, und für den Rest mache ich einfach so eine ganz normale Feuchtigkeitscreme ist das. Da kannst du einfach nehmen, was du zu Hause hast, was du gerne magst. Das auch gestern wieder vergessen.
Da hatte ich gebadet und dann ja, habe ich vergessen, mich danach einzucremen. Das ist immer ganz schlecht. Also auch überall anders, nicht nur am Bauch, sondern auch an den Armen und auch an den Beinen. Da werde ich dann extrem schnell so super trockene Haut. Ich muss immer ein bisschen lüften, weil sonst klebt das so mit dem Oberteil. Jetzt mache ich mich einmal fertig. Zähne putzen, Gesicht waschen, schminken. Also jetzt nichts Besonderes, was man auch macht, wenn man nicht schwanger ist. Ich muss mal gucken, wie ich das organisiere im neuen Haus. Beziehungsweise da ist es ja dann eh ganz anders. Da haben wir nicht mehr alle Kinder in einem Badezimmer, sondern die Mädels haben ihr eigenes Bad. Johann hat sein eigenes Bad. Justus und ich haben unser eigenes Bad. Dann, weiß ich nicht, dann wird das sowieso so ein bisschen leerer werden pro Bad. Ich glaube, das ist ganz toll. Was ich auch jeden Morgen benutze, ist mein Abschminkzeug. Aber es ist ja Hautpflege, ne? Also das ist jetzt einfach dieses Reinigungsöl, was ich immer benutze. Das mag ich am liebsten, weil das am allerwenigsten aggressiv ist gegen die Haut. Benutze ich auch schon jahrelang. Also alle, die mir schon jahrelang folgen und auch meine Beauty-Videos kennen, wissen das. DM-Hauls waren das ja noch immer, ne, mit dem Reinigungsöl hier. Das kann wieder runter. Morgens nehme ich nur 3 Pumpstöße. Ich muss mich ja nicht wirklich abschminken. Es geht eher darum, dass man so ein bisschen, ja, das Gesicht einfach wäscht. Hauptsache, man macht es nicht mit Seife oder nur Wasser wäre mir auch zu wenig, weil ich möchte ja, dass die Haut danach wieder schöne Pflege aufnehmen kann. Also einfach das Gesicht damit einreiben, Halsbereich, Dekolleté-Bereich mache ich auch immer mit Reinigung und Pflege. Das ist mir super wichtig. So, das ist halt Öl. Muss man mögen. Mir macht das nichts aus. Ölig. So sieht das aus. Na, mit lauwarmem Wasser einfach abspülen, dann ist das ganze Öl auch ab. Also da bleibt auch nichts auf der Haut oder so. Das stört nicht. Dann kommt Gesichtswasser aus dem Wattepad. So ein ganz sanftes. Das befreit nochmal so von Kalk und von den Rückständen auf der Haut. Schaut mir mal, wie deine Hautpflege aussieht. Nachdem wir Justus aktuelle Beauty-Routine gezeigt hatten, habe ich ganz viele gefragt, wie meine im Moment aussieht. Also ich benutze zwar ab und zu mal wieder neue Produkte, aber von den Schritten her ist es eigentlich fast immer gleich dasselbe. So, einfach nur drüber überall. Auch hier Hals- und Dekolleté-Bereich. Und dann kommen die Wässerchen und Serien. Morgens benutze ich immer ein bisschen was anderes als abends. Nochmal einfach so Feuchtigkeitsserien. Davon braucht man auch nicht viel, so ein paar Tropfen. Und ich liebe ja das Schichten. Deswegen habe ich verschiedene Serien, die aufeinander geschichtet werden. Das war jetzt auch ein Vitamin C. Das soll man dann morgens benutzen, damit es vor den Umwelteinflüssen auch so schützt. Achso, ich mache auch mal die Hände mit. Und das unterstützt auch die Sonnencreme, die zum Schluss bei mir immer drauf kommt, jeden Tag. Kommt aber erstmal Augencreme drauf. Davon braucht man nicht viel. Ein bisschen auf die Lippen. Dann als Tagespflege benutze ich einfach nur eine ganz leichte Feuchtigkeitscreme, weil da drüber noch mein Sonnenschutz kommt. Ich bin fertig. Machen wir hier überall Gardinen auf. Die Kinder lassen nämlich ganz gerne immer ihre Lichter brennen. Darum kümmere ich mich auch morgens immer. Gehe ich hier meine Runde. Unten riecht es schon lecker. Und meine Clara haben ausgemacht. Frühstück! Ich frühstücke gerne nicht. Hallo, Mann. Ich habe schon ein Brot für dich gemacht. Nee, doch. Ich möchte nichts essen. Dafür sollst du dir essen. Wenn du schwanger bist, musst du nicht morgens immer. Ach, Justus zwingt mich. Was möchtest du essen? Zuckerrüben? Ich möchte das Version. Das, was ja. Achso, die Bärchenwurst. Ich nehme meine Tabletten. Justus zwingt mich immer was zu essen, obwohl ich morgen keinen Hunger habe. Ja. Bei mir kommt der Hunger. Ich habe auch diesen Brombeermarmelade. Immer erst so ein bisschen später.
Ja, die schmeckt sehr lecker. Brombeergelee. Das müssen wir gleich noch aufrollen. Ja. Wir haben noch genug Zeit. Ja, wir haben noch Zeit. Sind Sie schon in 3 Minuten zu essen? Unsere Nachbarin das kommt gleich. Das sieht mein Zeitplan vor. Und dann bringt sie Clara so ein bisschen die Nähmaschine bei, die sie zum Geburtstag bekommen hat. Zu Weihnachten. War ja alles hintereinander. Ja, Clara muss ihr Zimmer noch ein bisschen aufräumen. Machst du den Soundtrack an? Ja. Ich kann mal ausmachen kurz, so. Sonst kriege ich Probleme mit YouTube. Alexa! Kinder hören gerade so gerne diesen Soundtrack von The Greatest Showman. So ein richtig toller Film, falls du den noch nicht kennst. Was sind das für Dinger da drin? Ach, das sind Mamis Tabletten. Das ist dieses Magnesium, was ich nehmen soll, wegen dem harten Bauch. Oh. Aber ich schaffe das nicht, 3 Mal am Tag zu nehmen. Ich schaffe das einfach nie. Ich schaffe das vielleicht mal 1 oder 2. Vielleicht brauche ich doch irgendwie andere, die man nur 1 Mal nimmt am Tag und dann hat man es hinter sich. Weicht das den Bauch auf? Ja, das entspannt so die Muskeln. Ich kann das nicht so schnell. Wir müssen nach oben, ne? Nach oben, Elisa. Nach oben. Nach oben. Der hier. Da, nach oben. Genau. Der. Wieder nach unten. Elisa möchte nämlich gerne Klavierunterricht nehmen. Und wir haben gesagt, ja, dann lernen erstmal alle meine Entchen und dann machen wir das. Also sie sieht das natürlich bei Johann und Clara und findet das so toll, dass sie echt gesagt hat, sie möchte das gerne selber machen. Sie ist auch immer da ständig und ist am Klimpern. Schau mal kurz bei Clara. Das ist mal die Küche. Das ist, nimmt mir so viel ab. Das ist die entspannendste Schwangerschaft. Das sage ich wirklich jedes Mal. Die 4. Schwangerschaft hätte ich nicht gedacht, dass das die entspannendste wird. Aber Justus ist da und hilft mir. Und Clara räumt gerade ihr Zimmer auf für unsere Nachbarin. Die kommt ja gleich vorbei. Und dann wird hier an der Nähmaschine gezeigt, wie man das macht. Wir hatten die ja zu Weihnachten für Clara geschenkt. Und es ist gar nicht so einfach irgendwie mit dem Faden auch. Und ja, wir haben uns das schon ausprobiert. Justus hat schon eine Nadel kaputt gemacht und die Fäden reißen. Zwei Nadeln schon kaputt gemacht, genau. Ja, also lassen wir uns das jetzt einmal ordentlich erklären. Also unsere Nachbarin, die kennt sich auch damit aus. Sie näht auch, hat glaube ich sogar einen kleinen Shop, das hat sie mir mal erzählt. Ich weiß gar nicht, ob sie das aktuell aktiv macht. Aber ja, sie hat ein richtiges Nähzimmer, sie hat ganz viele Maschinen. Sie hat mir diese Maschine empfohlen für Clara jetzt zum Anfang, dass wir keine Kindernähmaschine nehmen am Anfang, sondern direkt so eine richtige. Und ja, dass man damit viel besser lernen kann. Soll ich dir noch irgendwie helfen? Nein, danke. Okay. Achso, das hast du hier versucht. Ja, wir haben ja ganz viel Zeug zu Hause. Wir haben jetzt noch keinen Stoff oder so gekauft. Wenn Clara dann wirklich Lust hat, dann zu nähen, dann soll sie sich auch den Stoff selber aussuchen. Und alles, was dazu gehört. Und dann kann sie anfangen zu nähen. Jetzt haben wir einfach nur so eine Tasche, so eine Stofftasche genommen. Da kann sie so ein bisschen dran üben. Garn haben wir auch schon ganz viel empfohlen aus der Community. Dass es auch daran liegen könnte, dass die Maschine das immer reißt. Mit dem Garn. Deswegen werde ich ihr da. Der Garn ist, glaube ich, zu dünn. Ja, aber es gibt auch guten, dünnen Garn, der nicht reißt. Deswegen werde ich da auch nochmal schauen, dass ich ihr da sowas besorge. Ja, genau. Auch eine kleine Wissenschaft für sich. Diese Nähmaschine. Aber ich bin froh, dass wir das gleich einmal beigebracht bekommen. Das ist ja der Wahnsinn, Elisa. Mach nochmal. Klavierunterricht. Ich hätte dir versprochen, wenn sie es schafft, dann kriegt sie Klavierunterricht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie so schnell schafft. Elisa, toll. Ganz toll gemacht. Ja. Und jetzt kommt Hänschen klein. Ganz, ganz toll.